Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Es hat sich wieder einiges getan an Umbau. Gleich geht's los nach dem Intro. So, wir suchen uns erstmal hier ein kleines schattiges Plätzchen, weil gerade knallt die Sonne so. Hier ist voll romantisch, oder? So, Parkposition und auf geht's. Die Lieferanten waren gnädig. Ich habe in der letzten Zeit wieder Post gekriegt. Guckt's euch an. Oh, pornorös, oder? Ja, es sind endlich die neuen Reifen da mit Felgen. Ja, ich habe mir bei der Quad Company einen Satz Felgen und Reifen bestellt. Das sind 14 Zoll Alufelgen und 26er Pellen da drauf mit Gutachten. Das heißt, nach Paragraph 19 oder so ähnlich, also ich kann damit zu jeder Prüfstelle jetzt hin, was ich jetzt die nächsten Tage mache. Jetzt ist gerade Wochenende, deswegen geht's nicht. Problemlos eintragen lassen für das Maschinchen und dann alles safe. So, aber es sind nicht nur die Reifen dazu gekommen. Seht ihr das? Oh, ja, diese komischen Matschfänger oder sowas. Ich weiß, viele mögen das nicht, aber es gehört zu meinem Gesamtkonzept dazu und ich finde, das macht das irgendwie alles so ein bisschen kompletter. Ihr seht jetzt auch, dass dieses mega übertriebene von dem Dekor alles jetzt ein wenig ruhiger oder beruhigter wirkt. Dadurch, dass jetzt quasi alles so einen kleinen Rahmen drumherum hat, ne? Wenn man hier auch so drauf sitzt, es ist nicht mehr ganz so erschlagend durch diese schönen schwarzen Ruhebereiche. Und auch vorne. Wie gesagt, vorne wird sich auch noch ein bisschen was ändern. Ich warte noch auf zwei ganz wichtige Pakete, die nochmal so einen kleinen Eyecatcher geben werden, die das Erscheinungsbild doch nochmal deutlich ändern werden. Und dann, dann seht ihr endlich meine Vision, wie sie war. Und ob sie nachher wirklich so aussieht. Aber ich bin bis jetzt auf jeden Fall schwer, schwer begeistert. Wie gesagt, die Dinger standen von Anfang an eigentlich fest, dass ich mir die dran machen will. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus bei den Maschinen. Viele finden das halt too much, aber gerade jetzt durch die Reifen, weil die haben ja auch hier eine, kommen hier eine ganze Ecke weiter raus. Die Maschine ist jetzt sicher breiter wie vorher. Sah es aus, als wenn die Reifen im Endeffekt außerhalb der Verkleidung stehen. Und ja, die werfen doch ganz schön viel Matsch und deswegen dachte ich, so ein bisschen mehr Schutz wäre gar nicht so verkehrt. Ja, ihr seht jetzt auch hier ich habe den Koffer ausgetauscht gegen so ein Täschchen, dass wenn ich allein unterwegs bin und so ein bisschen Kram mit habe, da habe ich auch einfach diese, kann ich euch das zeigen? Können wir gucken einmal kurz rein, so was wir hier alles drin haben. Da seht ihr hier auch, ne, diese Handschraubdinger, also einfach diese Tasche. Die hat ja unten so eine Holzplatte oder irgendwie sowas wohl eingearbeitet. Beim Durchbohren kam auf jeden Fall Späne. Habe ich einfach zwei Löcher an die Stelle gemacht, wo da auch die Verschraubung für den dicken Koffer sind. Und deswegen kann ich, zwei Schrauben habe ich die hier jetzt festgemacht und den Koffer halt mit den anderen, also kann ich ruckzuck mal hin und her tauschen. Ja. Und was sagt er? Nun sagt doch mal was. Nein, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Das sind die neuen Felgen. Ja. Herrlich, herrlich. Ging relativ flott. Ich habe jetzt, wie lange hat es gedauert? Etwas über eine Woche. Ich bestelle, bezahle und dann war alles da. Ja, bezahlen kostet ein wenig. Also ohne Gutachten und alles wäre es eine Ecke billiger geworden. Und auch die Reifen. Ich habe mich jetzt hier für die Bighorns entschieden. Und da mussten wir so ein bisschen hin und her tauschen, weil damit das mit dem Tragindex und alles nachher passt, damit ich es auch eingetragen kriege. Wir lagen bei 1,7. Also nicht ganz so billig der Spaß, aber ich glaube von der Optik her war es das auf jeden Fall wert. Oh, herrlich. Ja, die sind jetzt ganz schön eingestaubt. Also es sind solche Hochglanzfelgen, hier außen so schön Nieten. Ich hatte erst überlegt, ob ich komplett matt schwarze nehme. Aber dann dachte ich, nee, so ein bisschen, wie gesagt, ich will das unten relativ schlicht halten, aber so als, ja, das hat es mir irgendwie angetan, ich weiß auch nicht warum. Gerade weil hier so viele Verschraubungen, ne? Gut, das sind solche Deko-Dinger, aber dass die da so drin sind, das finde ich, wertet das alles nochmal so ein bisschen auf. Außerdem, ja, vielleicht bin ich auch diese Bögen, die hier so drin sind, ob man die vielleicht farblich nochmal anpasst, ob ich da quasi den grün, türkis oder den Orangeton vielleicht irgendwie mit einbinde, soweit, das ist aber dann wirklich der nächste Step. Ich will sie jetzt erstmal so fertig bauen, wie sie in meinem Kopf schon lange fährt. Endlich ruhiges Fahren, keine Wackelei und sonst irgendwas, die sind ausgewuchtet, wie ihr seht, ganz dezent, mit ganz wenig Gewichten,
Ja, es hieß, die Reifen haben einen super Rundumlauf und ja, mussten dann trotzdem ganz schön gewuchtet werden. Es sind nur die beiden vorderen gewuchtet. Ja, es ist ja gang und gäbe quasi, dass man Quatsch meistens mal nur die vorderen macht. Aber wie gesagt, man merkt auch nichts. Ich bin schon weit über 100 gefahren und das Ding läuft wie auf Schienen. Richtig, richtig toll. Das ist auch quasi jetzt alles so tagesgleich gekommen, also quasi morgens die Reifen gleich umgezogen, draufgesteckt und mich gefreut, wie schön groß und breit die Maschinen waren. Und dann später kam dann nochmal ein anderer Paketbote und hat mir dann diese kleinen Gerätchen gebracht. Damit habe ich ehrlich gesagt erst in einer Woche gerechnet. Also, dass die heute gekommen sind, war eine echte Überraschung. Aber passt ganz gut, dass sie gerade pünktlich zu den Reifen auch gekommen sind. Und hat ich. Ich weiß, ich mag das, ne? Gerade hier diese kleine Erweiterung. Jetzt mal von vorne, wenn das Gerät so auf einen zukommt, ne? Wenn ich so von vorne, lässt es alles noch irgendwie bulliger erscheinen. Das finde ich gut. Vor allem finde ich gut, dass wenn ich jetzt so fahre, das war so die letzten Male auch, wo wir so ein bisschen uneben gefahren sind, so eingelenkt habe, gleich immer ich direkt alles abgekriegt habe. Und dadurch, dass die Reifen jetzt noch weiter außen stehen, ist man quasi eingesaugt, bevor man überhaupt irgendwas gemacht hat, hoffe ich, dass das ein bisschen eingeschränkt wird. Außerdem, wie gesagt, sollte das auch, deswegen war es ja der Plan von Anfang an, dieses Gesamtbild quasi wie in so einen schwarzen Rahmen setzen. Und oh, ich bin immer glücklicher. Es wird langsam, ja, es ist langsam, es geht ja relativ schnell mit der Veränderung, aber es wird so, wie ich es mir vorstelle. Und das macht mich ganz glücklich. So, ich habe bei diesen Fender, es gibt glaube ich fünf verschiedene Arten von diesen Fenderaufsätzen. Ja, ich habe jetzt diese mittlere Variante genommen. Es gibt noch welche, die sind noch schmaler. Die gehen irgendwie nur bis hier. Da dachte ich, gut, das sieht ein bisschen zu komisch aus. Und dann gibt es auch noch ganz große. Und ganz viele, die haben hier hinten, gehen die so kantig runter. Da hat man hier wie bei den LKWs diese Schmutzlappen, die man da, oder diese Lappen, die da so dranhängen. So sah das aus. Hat die Optik komplett ruiniert. Dass die hier jetzt abfallen, sieht eigentlich ganz nice aus, aber noch geiler wäre es, wenn die so leicht schräg hochgehen würden, so wie bei der Raptor, wo die Verkleidung ja auch hinten spitz hochläuft. Aber gefällt mir trotzdem. Wie gesagt, macht es irgendwie bulliger. Und ein Riesenvorteil ist, dadurch, dass diese Verkleberei ja zum Teil hier so ein bisschen um die Kanten so rumgeht und so quasi so drum geklebt ist, dadurch, dass diese Teile quasi von unten dran geschraubt worden sind, ist jetzt auch gleich so ein bisschen Schutz für die Kanten, dass nicht das Dekor irgendwann doch mal leidet. Einziger Nachteil ist, ihr seht schon, man muss hier ein paar Löcher in die Verkleidung machen, ne? Aber gut, das soll ja auch halten. Vom Material her sind die Dinge echt mega dick, also kein Labber-Shit. Gibt auch zusätzlich ein bisschen Stabilität, habe ich das Gefühl. Also, wie man gut sehen kann, die Maschine ist ein wenig in die Breite gegangen, macht das Kurvenfahren um einiges attraktiver und macht viel mehr Spaß. Ich kann jetzt viel, viel doller in die Kurven reingehen, fühle mich jetzt auch viel, viel sicherer. Ja, was war überhaupt bei dem Paket dabei? Wie gesagt, ich habe gekauft, ja, einmal die Reifen, die Felgen, dazu passend hier solche Radbolzen. Normal sind hier ja so 17er Bolzen, die man sich hier drauf dreht. Das sind jetzt quasi so 14er, damit man hier auch, weil die ja so vertieft da drinnen sitzen, da auch vernünftig reinkommt. Die Silberne, was ihr hier seht, das habe ich auch dazu gekauft. Das sind solche Zentrierringe. Damit wird quasi hier so draufgeschoben auf die Aufnahme, wo die Felge draufgesteckt wird. Und hat so eine Erhöhung drin. Das heißt, wenn ihr die Felge drauf macht, die macht so klack, dass sie auch genau mittig sitzt. Also rundum sorglos Paket, ne? Wie gesagt, das Zertifikat habe ich erst per Mail gekriegt. Das war aber auch nochmal schriftlich bei der Lieferung mit dabei gewesen. Und ja, wie gesagt, die nächste Woche werde ich jetzt gleich Termin machen beim TÜV. Dann werden die Klamotten eingetragen. Ich denke, das wird nochmal knapp 100 € ungefähr kosten. Dann sind die auch drinne. Und ja, dann sind wir auf der sicheren Seite, ne? Kann nichts mehr passieren. Und jetzt sieht sie auch ein bisschen erwachsener aus. Wie gesagt, immer wenn ich neben einer Dienstmaschine stehe, ne, die hat der 27er drauf auf ihrer CF-Moto, das sah immer so aus wie Kinderreifen, ne? Die originalen 25er. Ist jetzt immer noch ein Zoll kleiner, aber ja, wie gesagt, macht das, lässt es so ein bisschen kraftvoller, wie so ein kleines Muskelpaket erscheinen. Sehr, sehr, sehr schön. Und ja,
Der Tacho, genau. Wie gesagt, ich habe ja die Reifengröße geändert. Dementsprechend ist natürlich auch die Geschwindigkeit, die nicht mehr richtig angezeigt wird. Aber ich habe ja von dem lieben Morin, der hat nämlich diese Original Can-Am Software, diese Lizenzen dafür auf seinem Laptop und alles, und kann da quasi in dieses Gerät sich quasi, ne, kommt so ein Kabel, wird da dran gesteckt, und dann kann man sich komplett in die Maschine quasi einwählen und alles Mögliche einstellen. Und da gibt es auch einen Menüpunkt, welche Reifengröße hast du denn da drauf? Und dann kannst du zwischen 25 und 30 Zoll auswählen, welches da ist. Ich habe auf 26 gedrückt, habe mit GPS nachgemessen, bis 50 oder bis ja, 65, 100% GPS, und danach, ja, so um 1 km/h weicht es manchmal ab, dass er ab und zu mal 1 km/h mehr anzeigt als GPS. Aber das kann dann auch damit zusammenhängen. Ich habe es jetzt nicht so ruhig gehalten, das Gas, dass man das eine vielleicht schneller reagiert hat wie das andere. Aber es hat schon gut gepasst. Da, wie gesagt, ein Klick und war erledigt. Das war das Längste, was das gedauert hat, war das Hochfahren vom Rechner. Also, der Umbau geht weiter. Und so langsam, ne, ahnt ihr, in welche Richtung es geht. Oder beziehungsweise, dass wir langsam Richtung Vervollständigung kommen. Wie gesagt, ich habe jetzt von dem Kauf der Maschine, ich habe ja wirklich, als ich sie mir gekauft habe, am gleichen Abend schon die ersten Teile bestellt. Und ja, innerhalb der nächsten Woche quasi alle anderen Teile bestellt, oder in den letzten 1,5 Wochen. Und ja, in Summe kann ich sagen, Maschine gekauft, und dann, ja, die anderen Teile sollen in Montag wahrscheinlich noch kommen. Dann habe ich ungefähr 2 Wochen Umbau gebraucht, um die Maschine komplett so zu verwandeln, wie sie hier jetzt steht. Ja, aber die 2 Wochen im Endeffekt auch nur, weil ich auf die Teile warten musste. Sonst wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Wie gesagt, 2 kleine Änderungen gibt es noch, aber jetzt haben wir ja quasi schon 2 auf einen Schlag wieder. Letztes Mal hatten wir ja ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und oh, es wird toll, es wird toll, es wird toll. Ach, siehst du, bevor es wieder alle reinschreiben und fragen, die ganzen Teile, wie gesagt, die Reifen, Quad Combi, die werdet, ich kann euch keinen Link reinstellen, weil die gibt's so auf der Homepage nicht. Ne? Ich bin ja wirklich, ja, wir waren ja da gewesen, weil wir eh den Koffer für Nadine noch gekauft haben, für vorne. Und da habe ich gesagt, ey, ja, weißt du was, ich suche schon die ganze Zeit nach Reifen und Felgen und sowas, ne? Und ich stelle mir das und das vor, ne, sollen halt schwarz so und so groß sein mit der Reifenposition und ganz wichtig mit Gutachten. Da habe ich kurz am Rechner gesetzt, hat da so ein paar Sachen rausgesucht und meinte, pass auf, ich suche mal welche raus. Und die das halt quasi alles erfüllen. Ja, dann quasi ein Angebot gemacht, da habe ich gesagt, ja, die sollen es sein. Genau in der Konstellation möchte ich die gerne haben. Mussten wir halt erstmal abprüfen, weil das normal wäre da irgendwie Xerox drauf gewesen oder so, die wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr haben. Ich wollte ein bisschen universaler unterwegs sein mit den Reifen. Wie gesagt, der Xerox an sich ist ja ein toller Reifen. Aber wie gesagt, das ist, ja, bei Nässe war ja Vollkatastrophe, sind aber fast alle Reifen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, es gibt den perfekten Ringreifen. Fürs Gelände ist er aber so, naja, ne? Und hier ist mit der Straße, von der Lautstärke her, finde ich, geht es noch. Es ist nicht so laut wie die auf der Shade drauf waren. Das waren ja, was waren das, Duro? Oder ich habe es gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall waren die um einiges lauter gewesen. Die hier, finde ich, von der Abrollgeräusche sind etwas lauter wie die Xerox, aber immer noch im Rahmen, ohne dass es jetzt groß nervig ist. Wie gesagt, die Reifen von der CF haben ja, von Nadine, haben ja ein ähnliches Reifenprofil. Deswegen, nachdem wir ihre gekauft haben, ich war so begeistert, dass sie relativ laufruhig waren, die Maschine, und einen super Grip haben. Und da habe ich gedacht, so in der Art das auch. Und wie gesagt, dann habe ich mich für die Bighorn entschieden. Ist ja ein sehr begehrter und bewährter Reifen. Habe viel Gutes drüber gelesen. Es ist jetzt nicht das super Allround-Ding wahrscheinlich, was alles perfekt kann, aber von allem so ein bisschen und so in dem Sinne, wie ich das mir vorstelle. Aber wie gesagt, das sind halt Reifen. Irgendwann fährt man sie eh runter, und wenn man eine neue braucht, dann kann man sich entscheiden, ob man dabei bleiben will oder ob man doch wieder was anderes nimmt. Ich habe ja auch noch die anderen, den kompletten anderen Reifensatz. Also die Original 12 Zoll Felge mit den Bitlock Felgen und der, ja, Xerox Bereifung, die natürlich vorne irgendwie total blöd abgefahren ist. Deswegen habe ich überlegt, ich muss mal gucken, was ich mit denen mache, ob ich mir ja, fürs Gelände da vielleicht was ganz Grobes irgendwie draufziehe oder sowas. Also ich lege mir die erstmal weg, weil ich mir noch nicht 100% sicher bin, wie ich, was ich dann damit so anstellen will. Ne? Ja, bin auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet. Wie gesagt, wir sind bald am Ende. Zumindest mit dem ersten großen Rundumschlag. Ja, das sind so die Bilder, die bei mir immer im Kopf sind. Wenn ich mir so Fahrzeuge überlege und ich sehe immer schon, oh, ich würde das so machen. Und wir sind hier jetzt schon ganz, ganz dicht an dem ersten Hauptziel. Meistens fallen mir im Nachgang immer noch 1000 Kleinigkeiten ein, wie, oh, das könnte man noch und da das Schräubchen und da. Aber so der erste grobe Wurf,
Ja, so sah es in meinem Köpfchen aus. Fast, wie gesagt, das kommt. Vielleicht sogar schon im nächsten Video. Wie gesagt, wenn das jetzt, ich weiß nicht, wann das jetzt rauskommt, aber wie gesagt, in 2 Tagen soll der Rest da sein. Und dann geht's ab. Ja, und ihr seht, die Reifen sind wirklich noch niegelnagelneu. Wir haben hier überall noch diese kleinen Nubbels drauf. Wir sind jetzt, wie lange wir sind jetzt hier mit, wie viele Fahrzeuge sind wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier Fahrzeuge, die stehen aber alle da hinten, die machen gerade ein paar Fotos. Und ich habe gesagt, ich mache mal kurz schon mal das Video von meinen Reifen. Und wir sind jetzt hierher gefahren, 15, 20 Kilometer ungefähr. Meine Nöppchen sind noch drauf geblieben. Also ich bin wohl sehr, sehr schonend gefahren. Ach, mal gucken. Deswegen kann ich zum endgültigen Grip auch noch nichts sagen, weil, wie gesagt, das ist die erste richtige Runde, die ich damit fahre. So, das soll es für heute aber auch erstmal sein. Wie gesagt, nur eine kleine ja, Sammelzeigerunde, um den Fortschritt so ein bisschen zu zeigen. So, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Däumchen oben da. In diesem sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.